5, 4, 3 und Action! Hallo und Servus zur Burgerparty! Das Besondere am Burger-Weckerl ist einmal die Zutaten, das heißt, da ist sehr viel Butter drinnen. Ich mache jetzt einen Rauch, schau mal. Komm zu, mein Bäckchen! Hans, was macht dir den perfekten Burger aus? Also unser Burger unterscheidet sich von den anderen schon sehr gravierend. Da ist Fleisch drinnen, Rindfleisch. Und das frische Gemüse. Salz, Pfeffer, Zwiebel, Salat und Cheddar-Käse, Gewürze und Speck, Tomaten und das gute Brot. Und noch ausschlaggebend ist ja auch, dass wir zwei Soßen drauf haben. Und die gemacht, einmal aus einer hausgemachten Mayonnaise, also die Cocktailsoße, die würzige, und einmal die rauchige Barbecue-Sauce. Das ist der gute Unterschied. Also man könnte sagen, kein Kindergeburtstag. Es ist wirklich für Männer, richtiger Männerburger. Ein geiler Burger. Ein geiler Burger, ja. Wenn ich einen Burger esse, was darf niemals drinnen sein? Gute Frage. Ich denke, er darf nicht scharf sein. In meinem Burger darf niemals drinnen sein Mayonnaise. Keine Ahnung. Boah. Was könnte da drin sein, was mich stören täte? Coca-Cola zum Beispiel. Sauerkraut. Schweinefleisch. Und der Gurkel, genau, die saure Gurkel, die mag ich auch nicht so. Schmeckt. Super. Ausgezeichnet. Wir sind extra aus Deutschland gekommen wegen diesem Burger. Genau. Mein Burger würde heißen der Grisler. Burger à la Johnny. Weiß ich nicht. Ich den nennen sollte. Tommy Spezial Deluxe. Schatzi Burger. Also wenn uns jemand fragen würde, ob wir zwar das perfekte Dream-Team sind, hätte ich gesagt, ja. Guter Kauf, guter Beikanz. Ja, das wäre ein guter Burger, fertig. Ja, ne? Das ist er. Ist er. Ja, vielen Dank für den zahlreichen Besuch. Es war wirklich die geilste Burgerparty des Jahres. Unglaublich viele Freunde, viele Facebook-Fans. Unglaublich. Ich glaube, ich werde das morgen mal realisieren. Danke für euer Kommen. Ich denke, das schreit nach einer ganz großen Wiederholung. Liebe Grüße, euer Backprofi.